Schwarz ist für mich die Qualität, aus dem Sein geboren wird. Schwarz ist für mich die Qualität des schöpferischen Ursprungs. Alles Licht, alle Farben, Klänge und auch alle Seinsmöglichkeiten entspringen für mich aus diesem Urgrund Schwarz. Deshalb male ich nur auf schwarz grundierter Leinwand mit den herausfordernden Farben Rot, Blau und Gelb, aus denen heraus sich für mich das ganze kosmische Gefüge von Farbklang entfaltet. Meine größte Lehrmeisterin ist die Natur. Voller Staunen betrachte ich dieses sich entfalten aus dem winzigsten, das Größte sich entfaltend. Und wirklich verstehen tun's nicht nur die Wissenschaftler nicht, sondern ich auch nicht, aber ich verstehe es auf eine andere Art und Weise, indem ich in meinem ganzen Leben dem nachgegangen bin, auch sehr viel in indigenen Kulturen. Was ist das? Irgendwann ähneln sich diese Grundstrukturen dieser Erscheinung von Leben so stark, dass ich nur staune. Dieser Ausdruck durch die Tiefe von Farbe und auch das Eintauchen in diese Lebenstiefe dessen, was schwarz ist. Und ich versuche durch Farbe und Form dieser Intelligenz von Leben in all seinen Erscheinungsformen einen Ausdruck zu geben. Damit die Farbe einen Körper bekommt, eine Tiefe, lege ich mehrere Schichten lasierend übereinander auf und habe es mir von den alten Impressionisten abgeschaut, seit die feinen Pünktchen eine Bewegung in diesen Körperfarbe bringen. Das Zitat von Paul Cézanne, sehr nah, die Farbe Verbindung ist von unserem Gehirn zum Universum. Wenn ich in diesem Prozess des Malens bin, bin ich in meiner eigenen Seinsessenz. Das bin ich. Wenn ich eintauche in die Tiefen des Malprozesses, verstehe ich, was Pablo Picasso meint hat, wenn er gesagt hat, Bilder müssen die Seele berühren. Weil dann bin ich das, was ich tue. Dann bringe ich meine Art von Lebensgeist, die Farbe und Form in die Welt.